Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Duel-Commentary. Diesmal an meiner Seite Max Manta, der sich auch gleich noch vorstellen wird und auch seinen Champ. Und wir spielen LOL, wie man schon vielleicht am Startbildschirm erkennt. Ein 3 gegen 3 gegen Nidalee, Xin Zhao und Annie. Und wir haben auf unserer Seite mich als Talon, Teemo, Jungle Monk. Und ja, Max Manta, sag selber was zu deinem Champ. Jo, also ich spiele Garen. Ihr kennt mich vielleicht aus meinem letzten Gameplay als Cannon. Das haben wir auch als Video schon hochgeladen. Garen ist eher tankig, kauft fast nur Tank-Items, wenn man ihn auf Tank halt spielt. Seine Skills sind halt ein verstärkter Schlag, ein Wirbel und ein Schild. Und die Ulti ist halt einfach ein heftiger Schlag. Ja, Und richtig. jetzt. Und bei mir ist es so, ich habe einmal auf Q einen härteren Schlag, auf E einen Heranspringen und Silencen oder Verstummen. Auf W habe ich ein Wurfmesser, drei Stück werden in so einem Halbkreis aufgeworfen und auf R ist meine Ulti, die mich unsichtbar macht und Klingen in alle Richtungen verschießt. Ja, und wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass der Xin Zhao im Gegnerteam fertig ist mit dem Laden. Und wir, wie gesagt, Live-Commentary, wir können nicht versprechen, dass wir überhaupt gewinnen. Also wir wollen natürlich auch das Deine Loyalität möglichst bedeutet mir nicht so nichts. übertreiben, dass man nur so Wins hochschlägt, sondern wir wollen schauen, dass wir auch natürlich bleiben. Dabei, falls das Ganze jetzt hier ein bisschen bei der Aufnahme laggen sollte, es ist immer noch die etwas Sei mir nicht im Weg. schlechtere Screen Recorder. Und ja, ich würde sagen, Max, wir geben unser Bestes, ne? Auf jeden Fall. Ja, und ja, First Blood auf Map 3 gegen Willkommen 3 in ist der ja Wunderlinde. immer Mache hier unten. keine Kompromisse. Oh fuck, da krieg ich direkt diesen bekloppten Speer in die Fresse. War ein Der bisschen unnötig, nervt. aber das könnte auch daran gelegen haben, dass ich. Jetzt lass ich. Ich habe sowieso keinen Ton. Das ist immer gut bei LOL. Das macht vor allen Dingen Spaß bei der Aufnahme, ja? Ah doch, ich habe ein bisschen Ton, aber der ist sehr leise. Wie dumm, ich habe keinen Ton. Ja, jetzt haben wir hier schon den ersten Teamfight. Danke, dass du mir hältst. Ja, gerne doch. Macht nichts, dass du stirbst. Wir Ja, haben okay. dafür zwei weitere gekriegt. Fast zwei weitere. Ich versuche jetzt den anderen noch zu kriegen. Ah, die Annie, nein! Schön. Gut, 2 zu 1 gekriegt. Das ist doch schon mal ganz gut. So, ich porte mich Hat jetzt mal sich eben. gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Also, wir porten uns. Ich porte mich mal eben back in die Base. Und währenddessen stelle ich mal kurz Audio ein bisschen um, also nicht wundern, wenn ihr hier kurz ein bisschen redet. So, ist das ein bisschen lauter. Die Vasallen sind erschienen. So, der Teemo Bringen Sie geht schon das schnell freiwillig top. hinter Das heißt, uns. Max, wir können unten schön die Lane durchpushen. Wunderbar. Da würde ich auch noch mal eine Besonderheit von Garen sagen. Er hat kein Mana, für die es noch nicht wissen. Und deswegen empfehle ich statt wie empfohlen Stiefel der Wendigkeit ionische Sie werden Stiefel, nicht da diese halt die überleben. Abgehenzeit reduzieren. Und Garen hat halt sehr hohe Abgehenzeiten hier mit 12, 28 und 11 Sekunden. Ja, das ist natürlich schon ein guter Tipp für alle Garen-Spieler und Garen-Freunde. Es Auch gut, so ich hier als Overpro habe erstmal vergessen, was Items zu kaufen. Warte, machen wir nicht zu viel. Ja. Diesen Speeren von Nidalee sollte man tun Legende. nichts ausweichen. Also wenn man die auf voller Range abkriegt, wie die Creeps das gerade sehr schön kassieren, weil der Stab sich ja, oder der Es Speer sich gibt ja keine über die Drinnen. Distanz, die er zurücklegt, seinen Schaden holt. Und pass auf, Ja, bis auf. die wirft sowieso jetzt in den Busch. Ja, also der Schaden kann bis auf 250% erhöht werden. Ja, das ist natürlich schon eine Menge, ey, Leute. Also Bringen das das schnell hinter uns. ja, das könnte ein Fehler gewesen sein. Weg! Lasse. Muss ich noch haben. Ja, Ein Schlag. okay. Ja, schade. Ja, Lasse. müsste ich haben. Ah, gut. Okay, Das sowas ist ist keine natürlich Lack. Herausforderung. Na, 6 HP, ey. ich gehe da auch nicht hin, da ich auch gerade Ultra-Damage kriege, weil diese bekloppte Screencam so ein bisschen am Lag ist. Was man natürlich nicht sehen kann in der Aufnahme. Ich halte mal ein bisschen drauf auf den Teamfight. Blutrausch. Max Manta hat sich da fast das Leben mitbezahlt. Seinem Leben, der Ja, aber ganzen. Teemo hat zum Glück Gift gehabt. Ja, das kann helfen.
Ja, deswegen hat er auch alle drei Kills. Ja, das ist natürlich auch so ein typisches bisschen Kill-Stealing. Aber wir wollen jetzt nicht darauf eingehen. In LoL wird ja sowieso viel über Kill-Stealing sich beschwert. Viele werden als Noob dargestellt. Ist natürlich nicht schön, ja, muss man zugeben. Aber wenn es halt so ist, dann ist es so. Ja, Ja, muss bisher man auch, sieht's. Ja, was wolltest du sagen? da muss man auch wirklich sagen, dass ein Timo, der kann nichts dafür, der macht das ja nicht Sieht ja absichtlich mit mega seinem gut. Glück. Da er halt immer Damage macht, sobald er auch einen Gegner nur berührt. Ja, wir haben uns jetzt hier wirklich die Bottomline ausgesucht. Es geht ja darum, für die Leute, die noch nie LoL gesehen haben, was ich eigentlich nicht glauben kann, bei denen, die das schauen, geht es darum, die jeweilige Lane, die man sich ausgesucht hat, durchzupushen. Also bis der Tower jetzt zerstört ist, den man hier sieht. Deine Loyalität Der kann bedeutet ziemlich ganz schön schnell und ganz schön viel Damage austeilen. Aber das sieht jetzt ganz gut aus, der 3 zu 1, der Zwischenstand. Und wir werden jetzt mal versuchen, die oh, da hat mich Annie doch glatt gestunt. Aber sobald Garen aus dem Busch kommt, ist das auch wieder Ruhe im Karton. Wir versuchen jetzt hier, ja, ich habe Ultralex, auch gut. Nur Narren widmen ihr Leben der Ehre. Ja, das war jetzt kein Aufnahmefehler, also nicht irgendwie wundern oder sowas. Das war wirklich mein Internet, was ein bisschen spinnt gerade in letzter Zeit. Ja, wir warten Sie mal hier ein bisschen. Nicht überleben. Ne, also, was kann man noch viel erzählen? Ja, es geht vielleicht auch. Ja, wir gehen auf jeden Fall drauf jetzt. Jetzt wird's auch falsch mit Timo. Ja, den haben wir. Jetzt den anderen noch. Ja, Timo hat den. Ah, Timo, dieser fette Stealer die ganze Zeit hier. Das ist wirklich schade. Na komm her. Fangst auf den Tower, genau. Ich dulde. Mal kurz ein bisschen ausweichen müssen. Ja, wir spielen weiterhin ziemlich souverän dieses Match runter. Haben wieder einen töten können, beziehungsweise Timo, der verdammte Stealer. Und jetzt sieht man um Annie schön diesen weißen Schleier. Der deutet auf jeden Fall darauf an, dass ihr nächster Spell nächster Angriffsspell, das Schild wahrscheinlich nicht, ein Stun macht. Und dem sollte man auch versuchen, irgendwie auszuweichen, was natürlich schwierig ist, weil Annie keinen Skillshot besitzt, also keinen Schuss, pass auf Max, keinen Schuss, der irgendwie auf Messer.